Nächste Geschichte. Diese Instax-Sofortbilder kennt man auch. Und jeder weiß, die sind 8,5 cm lang oder 85 mm lang. Wenn ich das jetzt da ganz an den Bildrand tue und ein zweites dran tue, dann könnt ihr mich fragen, und wie viel bleibt jetzt da übrig? Das schreiben wir also so eine Gleichung an. Ich könnte es nicht gleich Querformat nehmen, da tue ich mir leichter. Entweder gehe ich her und sage 2 mal 8,5 plus wie viel ist 29,7 cm, deswegen. Was machen wir als erstes? Wir fassen alles zusammen, was zum Zusammenfassen geht, und in dem Fall sind das die Zahlen, die kann ich ja ausrechnen. 2 mal 8,5 ist 17. Dann muss ich wieder schauen, dass alle Zahlen auf der einen Seite sind und alle Unbekannten auf der anderen Seite. Also wenn da 17 plus x steht, dann möchte ich nachher haben, dass das x da allein steht. Und dieses plus 17, das kommt jetzt nicht von dem da, gell? Da vorne steht dieses unsichtbare Plus. Dieses plus 17 kriege ich weg, indem ich mir wieder da meine Erinnerung mache, links und rechts, minus 17, genau das Gegenteil. Plus 17, minus 17 ist 0, verschwindet, übrig bleibt plus x. Und rechts muss ich das natürlich auch machen. 29,7 weniger 17 sollte 12,7 sein. In dem Fall Zentimeter. Jetzt könnte man die Probe machen. Ganz genau. Geschafft. Was könnte man jetzt noch machen mit den Dingern? Wir wissen ja alle ganz genau, dass das 5,4 cm sind. So werden sie auch beworben. Wir wissen auch, dass das da am Rand 4 mm sind. Da 4 mm und da 4 mm. Und jetzt möchte ich mal ausrechnen, wie breit ist denn das Bild da? Nichts leichter als das. Ich stelle mal eine Gleichung auf. cm minus 2 mal die 0,4 cm sind wie viel? So, erster Schritt, ich fasse alles zusammen, was zum Zusammenfassen geht, in dem Fall die Zahlen. Was sehen wir da? Ein Minus, ein Mal. Klar, Bustri, Punkt vor Strichrechnung. Also fangen wir zuerst an mit der Malrechnung. 5,4 minus 0,8. Das habe ich jetzt tatsächlich im Kopf gerechnet. Ist gleich x. Gut. Was können wir jetzt machen? Keine Klammern zum Auflösen, keine Multiplikationen. Aber wir können rechnen. 5,4 minus 0,8. Ja, und das war es jetzt schon, weil jetzt kann man nichts mehr machen. Jetzt haben wir alle x auf einer Seite, jetzt haben wir alle Zahlen auf der anderen Seite. Ja, sind wir schon fertig. Dass das x da rechts steht, das macht überhaupt nichts. Wir wissen also jetzt, das Bild ist 4,6 cm breit. Ein häufiger Gleichungstyp schließt dem Zahlen mit ein. Und zwar unbekannte Zahlen. Wir kennen das eh aus dem Buch. Wenn dann da steht 2x minus 1 ist gleich 9, dann gibt es genau eine Lösung dafür.
Und alles, was wir machen, müssen wir links und rechts machen. Wenn jetzt da steht 2x minus 1 ist gleich 9, dann kann ich links und rechts von der Gleichung plus 1 dazu zählen und es ändert sich nichts am Wert. Es steht halt dann da 2x, minus 1 plus 1 verschwindet, also 2x ist gleich 10. Weil 9 plus 1 ist 10. Jetzt habe ich das links und rechts gemacht. Und das funktioniert natürlich auch mit Dividieren, Multiplizieren und Subtrahieren. Wenn da steht 2 mal x ist gleich 10, dann kann ich das 2 mal, genau mit dem Gegenteil, dividieren durch 2. Dann steht da 2 dividiert durch 2, das ist ja 1, also x ist gleich 10 dividiert durch 2, also 5. Die Hauptregel ist also schlicht und einfach alles immer links und rechts tun.